Hallo ihr Lieben, heute Morgen mache ich Pancakes und dafür braucht ihr auch kein Ei. Als Basis für die Pancakes benutze ich Kichererbsenmehl. Kichererbsenmehl sorgt dafür, dass die Pancakes später schön fluffig sind und nicht so kompakt wie zum Beispiel bei Weizenmehl. Okay, dann zeige ich mal, was alles reinkommt. Also wie schon gesagt, Kichererbsenmehl, Zimt, für die Süße etwas Ahornsirup, Natron, Mandelmilch und dass es dann noch luftiger wird, etwas Apfelessig. Gut, dann verrühre ich mal erst alle trockenen Zutaten, Natron und Zimt. So, und dann kommt Mandelmilch rein, Ahornsirup und noch ein kleines bisschen Apfelessig. So, das Ganze wird jetzt zu einem glatten Teig verrührt. So, ihr Lieben, ich habe jetzt den Teig schön glatt gerührt. Ich lasse das Ganze jetzt eine Viertelstunde ruhen, dann kann das Natron noch ein bisschen wirken. Dann sehen wir uns später nochmal. So, ihr Lieben, ich habe jetzt schon mal Öl in der Pfanne erhitzt. Ich benutze hier Kokosöl. Das ist gut erhitzbar und hat einen lieblichen Geschmack. Das passt gut zu den Pfannkuchen. Und jetzt fange ich mal an. Man sieht schon, wie der Pfannkuchen hier etwas hoch geht und ich warte immer, bis ich sehe, dass die Ränder hier etwas dunkler werden. Dann probiere ich erstmal. Ja, das geht. So, perfekt. Jetzt kann ich schon mit dem nächsten weitermachen. Ihr Lieben, den ersten Turm Pancakes habe ich hier schon mal vorbereitet. Ich habe jetzt circa 10 Pfannkuchen, also für 2 Türmchen. Ich zeige euch hier mal, wie fluffig die Pfannkuchen sind. Ich spreche den gerade mal an. Schön luftig und fluffig. Wunderbar. Und zum Schluss gebe ich hier jetzt einfach noch ein bisschen Ahornsirup drüber. Und dann kann man auch schon mit dem Frühstück loslegen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.